Friends, einen wunderschönen guten Tag. Und der November ist schon wieder rum. Und diesen Monat habe ich ziemlich viele neue Produkte mit euch getestet und einige waren wirklich ziemlich gut. Ein paar kennt ihr noch nicht, die möchte ich euch heute vorstellen. Und wenn ihr wissen wollt, was meine Monatsfavoriten für den Monat November sind, dann bleibt jetzt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Krass, dass jetzt schon fast der letzte Monat aus diesem Jahr ist. Dieses Jahr ist unglaublich viel passiert. Ich werde Ende nächsten Monats nochmal so ein Recap machen, wenn ihr das wollt, wo ich einfach so nochmal das ganze Jahr so ein bisschen zusammenfasse, weil ich glaube, dass viele von euch sich gar nicht vorstellen können, wie viel dieses Jahr für mich passiert ist. Und das möchte ich euch dann einfach nochmal alles gesammelt erklären. Aber heute soll es um die Monatsfavoriten gehen. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin mega krank. Ich habe so viel Make-up drauf, dass man das nicht wirklich erkennt, aber mir geht es richtig, richtig schlecht. Aber ich dachte mir trotzdem, dass ich das Video für euch nämlich heute schon drehe. Heute ist Montag und wenn ihr das Video seht, dann ist es Mittwoch und Mittwoch bin ich in Köln. Ich drehe nämlich was ganz Besonderes. Das werdet ihr dann vermutlich im nächsten Jahr im Fernsehen sehen. Das hat nichts mit YouTube zu tun, aber ich wollte es euch einfach nur schon mal mitteilen. Ich habe wie immer nicht wirklich viel Struktur mit drin, aber ich glaube, ich fange heute mal mit Pflege an und zum Ende des Videos geht es dann Richtung Make-up. Und ich greife einfach mal zwischendurch so ein bisschen rein. Und zwar war ich ja neulich auf der Glow und habe mich mit einer oder mehreren Marken zusammengesetzt, unter anderem mit Hashtag BeRoutine. Und da haben sie mir dieses Hey Beauty, Your Skin is So Soft Cleansing Foam mitgegeben und ich liebe dieses Ding. Das schäumt extrem stark, also ich muss schon aufpassen, dass ich noch atmen kann, weil es einfach extrem stark schäumt, aber es reinigt alles. Das ist ungefähr mein zweiter Schritt, den ich abends mache, oder der dritte Schritt, erst mit einem Ölreiniger von Hashtag BeRoutine, dann mit dem Cleansing Gel und dann mit diesem Ding hier. Das ist wirklich der Shit. Das schäumt richtig gut auf, die Haut fühlt sich super weich an und ich finde, dass sie nicht austrocknet. Meistens ist es ja so, dass Produkte, die extrem schäumen, die Haut auch noch so ein bisschen austrocknen. Habe ich hier gar nicht mit das Gefühl, alles ist weg. Jedes bisschen Make-up aus meinem Gesicht ist verschwunden. Dafür liebe ich das. Ich glaube, das kostet so um die 3 oder 4 Euro. Gibt es im DM. Richtig, richtig schönes Produkt. Ebenfalls von der Glow habe ich mal eine Zahnpasta. Ich glaube, eine Zahnpasta hatte ich hier noch nie auf meinem Kanal. Aber Kisu hatte ja Werbung oder hat zusammen mit Perlweiß gearbeitet. Und sie hatte die Zahncreme Ananas Minze. Klingt auf den ersten Schlag vielleicht ein bisschen eklig. Ich liebe den Geschmack. Ich möchte am liebsten diese ganze Tube essen, vor allen Dingen als Nachtisch. Und das finde ich eine ganz lustige Sache. Ihr werdet wahrscheinlich denken, Maxim, du hast einen Knall. Aber nach dem Essen, wenn ich etwas Deftiges gegessen habe, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt was Süßes brauche. Und da ich ja meinen Zuckerintake so ein bisschen reduziere, putze ich mir einfach die Zähne. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Und da ist dieses Ding hier wirklich der Shit. Ich habe das Gefühl, die Zähne werden schön weiß. Es schmeckt nicht so scharf, sondern recht frisch. Aber man hat nicht so einen süßen Geschmack im Mund, sondern doch schon, dass man sich die Zähne geputzt hat. Probiert das mal aus. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Aber es gibt auch noch in anderen Geschmacksrichtungen. Und ich möchte es gerne essen. Dann habe ich auch von der Glow dieses Pixi Glow O2 Oxygen Mask bekommen. Das ist eine Maske, die schäumt. Das ist so ein bisschen wie so eine Bubble Maske. Die macht man sich aufs Gesicht, ist wie so ein Gel. Sie riecht ein bisschen, ja, so ein bisschen nach Kräutern, aber auch so ein bisschen nach Maske, wenn ihr wisst, was ich meine, nach so diesen Peel-Off-Masken. Aber ganz gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass es die Haut austrocknet. Welches Gefühl ich aber habe, ist, es verschließt alle Poren. Ich habe neulich schon gehört, Maxim, wo sind deine Poren? Exactly, hier drin, also hiermit weggemacht. Super, super gutes Zeug. Ich gucke mal, dass ich euch das verlinken kann. Wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein von Pixi, aber das benutze ich jeden Morgen, bevor ich mein Make-up auftrage. Dann nehme ich mir das ab und massiere dann, weil es halt wirklich schön stark schäumt. Und wenn man mit Wasser raufgeht, dann schäumt es immer wieder ein bisschen weiter. Und dann massiere ich das wirklich überall mit hin, an meinen Hals, einfach überall. Und es fühlt sich sehr, sehr gut auf der Haut an. Bleiben wir gleich bei Pixi und ich habe auch hier dieses Make-up-Fixing-Mist. Das riecht ganz genauso, nur so ein bisschen weniger nach diesen Peel-Off-Dingern. Ein super schöner, feiner Sprühnebel. Es fixiert das Make-up sehr, sehr gut. Das erfrischt so ein bisschen. Das benutze ich eigentlich zwischendurch eher, als es direkt nach dem Make-up zu benutzen. Da benutze ich das von Kat Von D meistens oder ich habe noch ein anderes, was ihr in den nächsten Videos nochmal sehen werdet. Aber das ist sehr, sehr schön. Es riecht super gut. Vielleicht gibt es das auch irgendwie in so einem Set oder so. Aber Pixi hatte ich vorher noch nie ausprobiert und ich liebe es. Dann habe ich in Zusammenarbeit mit Dior, das hattet ihr in den letzten Monaten schon mal gesehen, ein paar Produkte bekommen. Unter anderem habe ich diesen Monat von Dior die Age Delay Advanced Cream ausgetestet. Das ist diese hier. Die ist
sehr, sehr teuer. Ich glaube, die kostet aktuell 83 Euro. Ich bin super, super sparsam damit, aber ich habe einfach festgestellt, dass irgendwas passiert gerade in meinem Körper, dass sich meine Haut einfach so ein bisschen verändert. Vor allen Dingen um die Augen herum ist sie extrem trocken geworden und ich benutze sie nicht im gesamten Gesicht, weil dafür ist es mir zu schade aktuell noch, weil ich glaube, dass ich noch nichts age-delayen muss. Aber um die Augen herum, weil ich halt extremes Problem mit Creasing habe, benutze ich die sehr, sehr gerne. Sie ist sehr teuer, aber wenn ihr eine gute, hochwertige Pflege wollt, glaube ich, könnte das was für euch sein. Es gibt auch Proben, schaut da einfach mal bei Douglas, fragt da mal nach, ob sie euch irgendwie eine kleine Probe geben können oder so. Aber mir hilft sie sehr, sehr gut, dass mein Auge einfach nicht so aufgequollen und dass diese Creasing-Fältchen ein bisschen minimiert werden und ich benutze sie morgens und abends vor meinem Make-up und dafür finde ich die eigentlich sehr gut. Das letzte Pflegeprodukt ist das Mario Badescu und das hatte ich in diesem Bundle gekauft, das kann man sich auch einzeln kaufen, das gibt es glaube ich sogar bei Urban Outfitters, bei Douglas mittlerweile auch. Das ist nicht so teuer, ich glaube das kostet 9 Euro, es gibt es in zwei verschiedenen Größen, ich habe jetzt hier einmal das kleine mit 118 Millilitern. Ich bin süchtig danach. Ich sprühe mir das den ganzen Tag aufs Gesicht und ich fühle, ich meine, dass sich meine Haut einfach wesentlich softer anfühlt und nicht so trocken. Jetzt mit dieser Heizungsluft, ich hasse den Winter, vor allen Dingen wegen dieser Heizungsluft. Ich heize in meiner Wohnung eigentlich gar nicht, genau aus dem Grund, weil ich mich halt im Moment, wenn ich mich hier aufhalte, viel drin aufhalte in Berlin und eigentlich so ein bisschen das Gefühl habe, dass meine Haut einfach extrem drunter leidet. Und dann, wenn ich kein Make-up drauf habe oder wenn ich auch Make-up drauf habe, nehme ich das und umsetten meines Make-ups. Das legt sich wie so ein ganz, ganz leichter Film über die Haut und es gibt euch so einen leichten, frischen Kick. Riecht sehr gut, sehr frisch. Ich glaube, im Sommer ist das mein Go-To-Produkt und das kann ich jedem von euch empfehlen. Kommen wir endlich ein bisschen zum Make-up und da werdet ihr auf jeden Fall schon ein paar Produkte kennen. Ein paar hatte ich euch aber auch noch nie wirklich richtig vorgestellt. Ich möchte als erstes mit einem Produkt von Make-up Revolution anfangen, was ich mir von Beauty Bay selber gekauft hatte, bevor ich letzte Woche dann die Zusammenarbeit mit Beauty Bay hatte. Und das ist der Cushion Stick von Make-up Revolution zum Color Correcten. Richtig lustig, das ist wie so ein Dab-On-Stick, der sieht so aus. Und hier ist die Farbe drin und man geht da einfach so rein und geht dann auf seine Augenringe. Und das Schöne an dem ist, ich hatte euch den von Becker gezeigt, der ist recht dunkel bei mir und wahrscheinlich bei vielen von euch auch. Ich habe ihn in Medium und Dark. Der ist sehr hell, sehr peachig und der hat eine extrem hohe Deckkraft. Und der kostet, glaube ich, 2,25 Euro oder so. Also spottbillig. Und da sind 2,8 Gramm Produkt drin und die werdet ihr wahrscheinlich in einem Jahr aufbrauchen. Also da, wenn ihr wirklich Probleme mit Augenringen habt und ein bisschen Günstmaus seid, dann ist auf jeden Fall das Team Günstmaus approved und aktuell fast noch besser als der von Becker. Beim Concealer benutze ich ja seit ein paar Tagen, eigentlich schon seit 2 Wochen, glaube ich, von BH Cosmetics den Studio Pro Concealer. Ich habe ihn in der Farbe 102, sehr hell für mich. Es gibt ihn bestimmt in 20 Farben oder so, ich weiß es gar nicht. Gibt es bei DM aktuell, BH Cosmetics ist ja in den DM eingezogen. Der hat eine Deckkraft, das ist nicht mehr lustig. Ich habe immer so eine kleine erbsengroße Menge auf meinen Handrücken aufgetragen, gehe da mit meinem Beauty Blender rein und mein ganzes Gesicht ist weiß. Also da seid ihr super sparsam bitte mit. Er hat eine extrem hohe Deckkraft. Ich benutze ihn sehr, sehr gerne, um meinen anderen Concealer von Make-up Revolution zu toppen und damit ich einfach diesen hellen Effekt unter meinen Augen habe und dafür liebe ich ihn. Kostet, glaube ich, 7 oder 8 Euro, aber es ist wirklich jeden Cent wert. Dann habe ich hier eine Marke, die hatte ich, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal und das ist von 183 Days, diese Lip Topper. Die habe ich heute auch drauf. Ich habe heute die Farbe 040 PET drauf, das ist diese hier. Die habe ich getoppt, das zeige ich euch gleich. Sind sehr, sehr schön, haben so einen leichten Schimmer mit drin und von der Verpackung, ich weiß nicht, woran euch das erinnert, aber so ein bisschen KKW-Vibes. Hat einen ganz leichten Schimmer. Wird nicht ganz matt, sieht aber so ein bisschen matt Duochrome aus, aber es trocknet absolut die Lippen nicht aus und das ist immer so ein bisschen mein Problem, vor allem auch jetzt bei diesem Wetter, dass ich das Gefühl habe, dass meine Lippen noch schneller austrocknen, weil ich halt ein recht großes Lippenvolumen habe und wenn ich dann mit einem matten Liquid Lipstick rübergehe, dann wird das irgendwann so ein bisschen Deswegen finde ich das eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, genauso wie diese Farbe, die ist so ein bisschen Kupfer, das ist die Farbe Tickle 020, sieht so aus, also sehr, sehr schön. Dann habe ich von der Beauty Bay Kooperation mir natürlich dieses Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade ausgesucht, die habe ich in Medium Brown. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte ich damit auskommen soll, ich habe das jetzt seit ungefähr 1,5 Wochen und ich habe
nichts rausgeholt. Die ist so ergiebig. Ihr könnt so eine schöne, scharfe Insta-Brow ziehen. Ganz viele von euch hatten mich gefragt, ob ich ein Augenbrauen-Tutorial machen soll. Einfach so ein bisschen mein Augenbrauen get ready with me oder so. Falls ihr das wollt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Aber damit kann ich wirklich sehr, sehr schön arbeiten. Vor allen Dingen im hinteren Bereich. Für den vorderen Bereich ist sie mir ein bisschen zu dunkel. Da könnte ich mir entweder nochmal die hellere Version holen oder ich benutze einfach die Produkte, die ich habe. Weil wir wollen ja ein bisschen Geld sparen. Dann habe ich nochmal was von 183 Days hier. Und das ist das Fix and Glow Finishing Spray. Kommt in so einem kleinen, ja, was ist das, ein Hase oder so. Hat einen sehr, sehr angenehmen Geruch. Es riecht recht süß, aber es gibt eurer Haut wirklich diesen Glow. Es sieht nicht fettig aus, sondern eher so ein bisschen dewy, glowy. Und das ist genau das, was ich liebe. Im Alltag nicht so, aber für Videos oder Fotos ist das der Knaller. Es riecht gut, es fixiert gut und es ist nicht teuer. Also es ist 183 Days. Falls ihr bei 183 Days noch ein bisschen was braucht, dann würde ich mich beeilen, weil ich glaube, dass bald diese 183 Tage abgelaufen sind und wieder ein neues Sortiment ins DM kommt. Weiß ich nicht ganz genau, aber es ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Genauso wie diese beiden Schätze nehmen. Dann habe ich von Jeffree Star den Lip Liner in Celebrity Skin. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich finde, die Mine ist sehr, sehr weich und ich habe das Gefühl, dass sie sehr schnell... Also man muss halt, die sind extrem gut pigmentiert, aber sie ist so weich, dass es schnell schmiert. Ich werde das mal probieren, den in den Kühlschrank zu legen. Das habe ich mit Augenbrauenprodukten gemacht, die recht weich sind, dass sie ein bisschen härter werden. Und dann kann man, glaube ich, sehr, sehr schöne Linien malen. Ich habe auch Probleme beim Anspitzen, weil halt die Mine so weich ist, dass ich in meinem Anspitzer, wenn ich da reingehe, das so ein bisschen wieder platt drückt. Packaging super, es ist recht teuer. Aber es ist ein schönes Produkt. Dann weiß ich nicht, ob das zu diesem Monat passt oder ob ich den vorherigen Monat verpennt habe. Aber es sind die Pinsel von Luisa Crescent. Die müssten jetzt im Dezember wieder verfügbar sein. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Super Qualität. Sehr, sehr weich. Ich liebe diesen Pinsel hier. Damit nehme ich mein Baking Puder weg. Und im nächsten Zug bronze ich damit so ein bisschen mein Gesicht, weil er einfach sehr großflächig ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig Produkt aufnimmt. Und ich das Ganze schön verblenden kann. Und diesen Pinsel hier, das ist dieser Highlighting-Pinsel, den benutze ich nicht zum Highlighten, sondern den benutze ich zum Konturieren, weil ich damit einfach schön an meinen Wangenknochen gehen kann und das Ganze dann so ein bisschen aussmoken kann, wenn ich den Pinsel drehe. Sehr, sehr schönes Set. Ich setze euch das unten in die Infobox. Schaut da mal vorbei, falls ihr noch gute und ja, hübsche Pinsel braucht. Die nächsten Produkte, die kennt ihr jetzt, glaube ich, schon. Ich habe aber noch nicht viel dazu gesagt. Und zwar habe ich hier einmal von Jouer dieses Blush Duo, Coquette Blush Duo. Ist eine sehr, sehr schöne Verpackung. Ist ein sehr, sehr intensiver Barbie Blush. Es kommt in der Kamera jetzt nicht ganz so gut rüber, wie es ein echtes. Sie sind sehr pink. Ich habe auch heute beide Töne mit drauf. Passt nicht ganz zum Look, glaube ich. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Blush. Und er riecht nicht. Es ist ein Blush. So. Aber er ist schön. Ich wollte ihn euch einfach nur mal zeigen. Dann auch hier bin ich mir unsicher. Jeffree Star Supreme Skin Frost Frozen Peach, wie auch immer. Das ist ein schöner Highlighter. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir gedacht habe, dass der stärker ist. Der hat halt grobe Glitzerpartikel, grobe. Also hat größere Glitzerpartikel mit drin und ich finde, dass sie ein bisschen schwierig auf der Haut alleine aussehen. Ich mag das zumindest nicht. Den benutze ich aber sehr, sehr gerne einfach, um so ein All-Over-Glow zu haben, aber nicht speziell als Highlighter. Dann hier von Anastasia Beverly Hills dieses Mini-Lipstick-Set in Matt. Da sind vier matte Farben mit drin. Den einen davon habe ich auch heute drunter. Ich trage heute drunter die Farbe Kiss. Dann den Lip Liner von Jeffree Star Celebrity Skin. Und dann von 183 Days die Farbe PET oder PET, wie auch immer. Aber es ist ein sehr schönes Bundle. Ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich schaue mal, ob ich euch das verlinken kann. Vielleicht gibt es es aktuell wieder bei Beauty Bay. Ich weiß es nicht, aber es sind sehr, sehr schöne Farben und das sind genau meine Farben. Dann habe ich hier von Lethal Cosmetics, das Video verlinke ich euch hier einmal in dieser Ecke, diese Lidschattenpalette. Ich weiß, sie ist sehr teuer, aber auch diesen Look habe ich heute damit gemacht. Ihr wolltet noch einen zweiten Look damit sehen. Ich dachte, ich mache kein Tutorial, sondern ich zeige euch das einfach heute nochmal. Hier ist es kein spannender, spezieller Look. Es ist ein Warmton-Look, es ist so ein bisschen genau mein Ding. Aber die Schimmertöne sind der Shit. Ich liebe diese Palette. Sie haben recht viel Kickback. Aber nicht unterm Auge, kein Fallout. Finde ich nicht schlimm, sie sind super krass pigmentiert, man muss schon wirklich vorsichtig sein, sich viel Zeit nehmen, dass man wirklich schöne Looks machen kann. Aber ich liebe diese Palette und ich liebe diese Marke jetzt schon. Die Swatches, ich habe sie euch gezeigt. Man kann sich die Farben auch einzeln kaufen, also wenn ihr sagt, ihr wollt eigentlich nur dieses Grün, dann kauft euch einfach nur das Grün. Ihr müsst doch nicht so eine ganze Palette zusammenstellen, das ist dann schon recht teuer. Ich glaube, das kostet 85 Euro insgesamt und das ist schon ein Happen Geld. Genauso wie ein Produkt von Tom Ford, was ich euch eigentlich gar nicht zeigen möchte, aber ich muss es euch zeigen, weil ich will ehrlich zu euch sein.
Und das ist einmal dieser Tinted Moisturizer von Tom Ford. Ich habe in der Farbe 03 viel zu hell, viel zu wenig Deckkraft. Aber in Kombination mit der Estee Lauder Double Wear Foundation habe ich heute auch drauf. Ist das der Knaller, Freunde. Ich muss den ganzen verdammten Tag nicht nachblotten, nicht nachpudern, nichts machen. Und das finde ich, für 74 Euro möchte ich, dass mir das mein Geschirr noch spült. Tut es leider nicht, aber zumindest muss ich nicht nachblotten und kann mir die Zeit dann fürs Geschirr spülen. Sparen oder so. Naja, wie auch immer. Also es ist ein sehr schönes Produkt in Kombination mit der Estee Lauder Double Wear. Ich mache das aber nur, damit die Farbe so ein bisschen passt. Ansonsten wäre mir das viel zu schwach. Und ich glaube, das war's. Ich hoffe, es macht euch Spaß, dass ich einfach die Monate nochmal so ein bisschen zusammenfasse. Und ihr einfach sehen, welche Produkte haben es halt wirklich jetzt in so einen Monatsfavoriten geschafft. Im nächsten Monat, ich habe auch schon einen Termin, ich habe ihn aber gerade nicht im Kopf, gibt es auch ein Jahresfavoritenvideo. Da brauche ich aber nochmal ein bisschen Zeit, einfach um Produkte nochmal auszuprobieren. Mir so ein bisschen in die Erinnerung zu rufen. Ich muss mir alle Monatsfavoritenvideos nochmal anschauen und gucken, welche von denen es wirklich geschafft haben, die meine besten Produkte aus diesem Jahr sind. Wenn ihr wollt, schreibt mir das auch in die Kommentare. Mache ich das Ganze auch getrennt. Einmal Drogerie-Jahresfavoriten und High-End-Jahresfavoriten. Weil dieses Jahr ist doch recht viel High-End dazugekommen. Ich bin so ein bisschen überrascht, weil ich habe halt einfach nur mit Drogerie angefangen. Und je mehr YouTube man macht, desto mehr Produkte kommen dann auch irgendwie dazu. Man kriegt was geschickt, man hat Kooperationen. Ich hoffe, ihr versteht das, dass auch ab und zu natürlich mal so ein bisschen High-End mit drin ist. Aber meine Liebe ist in der Drogerie. Und ich glaube, man kann damit sehr, sehr schöne Looks machen. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wie immer könnt ihr auf dieser Seite meinen Kanal abonnieren. Auf dieser Seite findet ihr zwei meiner letzten Videos. Unten schreibe ich euch nochmal ein paar Produkte mit hin, mit Links irgendwie, wenn ich die rausfinde. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag wieder mit einem sehr, sehr, sehr spannendem Video. Ich sage noch nichts. Ich bin auf jeden Fall excited. Ich melde mich bei euch bei Instagram. Und ich würde sagen, passt auf euch auf.